könnte gerade schon wieder ausrasten, Leute. Guten Morgen, ich bin sauer. Willkommen bei diesem fucking Drecksvideo. Nee, hey, Tikes, warum bist du jetzt wieder so schlecht gelaunt? Weil es wieder ein Scheißvideo wird. Das Video wird toll. Ich bin gestern eine Stunde, habe mich auf den Weg gemacht zum Mediamarkt, weil ich mein Kabel in Berlin vergessen habe für die Kamera. Und hier gibt es nicht so wie bei uns in Berlin, hier gibt es nicht so Technikläden an jeder Ecke. Dann bin ich eine Stunde zu diesem Drecksladen gefahren, um diese Dreckskacke zu holen, damit ich endlich mal heute ein Video drehen kann mit hier. Qualität. Und jetzt habe ich einen Akku, ich habe eine Speicherkarte, eine neue, alles. Aber die Kamera sagt einfach nee und bricht einfach nach ein paar Sekunden das Video ab. Außerdem habe ich das erstmal nicht gemerkt. Und ich habe 15 Minuten aufgenommen, ohne aufzunehmen. Habt ihr jetzt Mitleid? Ja. Aber einfach auch mal beschweren, auf humane Art und Weise beschweren. Ich möchte mich jetzt offiziell Beschwerde einlegen. Das nervt, die Situation. Egal, das war jetzt mein Rant. Ich habe mich nicht mehr vorgestellt. Muss ich mir nach 5 Jahren YouTube noch vorstellen? Carla Scheiks? Ich bin's, was geht? Ich sag euch, was ich mir so auf dem Flohmarkt geholt habe. Ich habe festgestellt, Berlin ist wirklich Wucher. Das sind alles Wucherpreise. Sowohl auf Flohmärkten als auch in Secondhand-Läden kannst du wirklich direkt zu Urban Outfitters gehen und dir alles kaufen, weil der Scheiß ist so teuer. Und hier geht's noch human zu. Hier ist noch wirklich wie auf dem Bazar. Also Münzen kann man hier noch bezahlen. Da in Berlin nehmen sie nur noch Scheine. Das ist ein Münzverbot. Und wenn ihr mal in Amsterdam seid, geht auf jeden Fall zum Waterloo Plein auf dem Flohmarkt. Der ist, glaube ich, jeden Tag und in die Secondhand-Shops drumherum. Kannst richtig was reißen. Stylemäßig. Du musst einfach wühlen. Ich weiß, sie machen einem am Anfang Angst, diese großen Berge an stinkenden Klamotten, die förmlich nach wirklich Verwesung und toten Menschen aussehen. Aber da findest du manchmal richtig guten Scheiß. Ich würde am liebsten jedes Mal mit so Hygienehandschuhen da rangehen, aber da musst du einfach eine Wühlmaus werden. Kostet alles ein paar Euro nur in diesem Haufen und dann findest du was. Und ich zeige euch, was ich hier wie rausgewühlt habe. Let's go, let's get this party started. Ich rede nicht wirklich so Englisch, mein Englisch ist gut. Ich habe grundsätzlich so ein Problem mit Secondhand-Sachen, die ungewaschen. Also ich muss die immer, macht ihr hoffentlich auch, dass die wascht, weil ihr wisst echt nicht, wer darin gestorben ist. Das könnte legit jemand mit Lepra sein oder so. Ist das ansteckend? Nee, ne? Krätze, was weiß ich. Die Person könnte Krankheiten haben, die das davor anhatte, also wascht den Scheiß. Diese Jacke hier, die ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr flott. So eine blaue Jacke, die ein bisschen so an Fahrradsport erinnert, aber ich mochte die Farbe und die könnte man, glaube ich, richtig cool stylen mit so einer Racerbrille und sowas. Fand ich fresh. Außerdem, Leute, 5 Euro. Für einen Fünfer kannst du das wirklich so rocken. Sieht auch direkt schöner aus, weil es nur 5 Euro kostet. Fresh, oder? So ein bisschen Racer-Driver mit so einer Sonnenbrille. Ich habe jetzt gerade meine Sonnenbrille nicht hier, aber in der Theorie swag. Kurze Zwischennote, ich wollte alles mit einem coolen Outfit stylen und es euch zeigen, aber ich habe keine Zeit mehr dafür, deswegen habe ich es einfach nur angezogen. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Falls ihr die Pieces gestylt sehen wollt, könnt ihr mir aber auf meinem Instagram folgen, weil da werde ich die auf jeden Fall mit einem Outfit tragen. Nicht einfach so, nicht nackt und nicht hässlich. Im gleichen Haufen habe ich auch 2 andere Jacken gefunden. Für die ist es jetzt wahrscheinlich zu kalt, obwohl mit so einem Pullover drunter. Einfach so eine weiße Basic-Jacke, die so ein bisschen cropped ist. Ist irgend so ein Scheißbums drauf. Und die sieht ganz cool aus. Sieht aus wie so eine Tennisjacke, wisst ihr? Ich glaube, die könnte man auch rocken. Und es hat 5 Euro gekostet, also wurde es eingepackt. Kurzes Update zu der Jacke. Die hat 5 Euro gekostet, deshalb funktioniert auch der Reißverschluss nicht. Sie kann immer noch ein bisschen was. Die bleibt für immer offen, aber immerhin bleibt sie nicht für immer zu. Auch mal aus der Perspektive betrachten. Ne? Besser offen als zu. Amen. Okay, weiter geht's. Hier haben wir... Oh, das habe ich noch nicht gewaschen. Habe ich aber auch noch nicht an. Solide Jacke, das sieht ein bisschen aus wie so eine Bauarbeiterjacke. Ha, würde mal auf dem Bau rocken. Aber mit so einer schwarzen, coolen Hose, meinen fetten Plateauschuhen. Leute, eine Jacke für 5 Euro, die hält euch warm. Für 5 Euro muss man das einfach mal appreciaten. Hat sogar viele so coole Taschen, da kannst du einiges drin lagern. Boah, da sind noch so irgendwelche Haare drin, da krieg ich direkt Kotzreiz, Junge. Ey! Leute, das ist mies fresh. Vor allem ist die auch sehr bequem. Warte mal, da waren ja Haare drauf. Oh, ich will sterben und verbrennen, jetzt sofort. Ich kann mich nicht bewegen. Falls ich in den nächsten Wochen sterbe, dann wisst ihr warum. Die letzte 5-Euro-Jacke, die ich mir geholt habe. Ich bin bei der so 50-50, aber ich glaube, die könnte was werden. Jetzt ist es auch zu kalt für die, aber oh, kann man die... Oh, hör auf!
Junge, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist erstmal die Jacke. Man kann einfach die Ärmel abnehmen und eine Weste daraus machen. Ich habe einfach für 5 Euro eine Jacke und eine Weste ergattert. Das ist ja unfassbar. Weißt du, wenn du so denkst, du hast was Cooles gemacht oder gefunden und dann ist es noch viel cooler, als du dachtest. Wenn die wüsste, wie sehr die gerade appreciated wird, die Jacke, die würde es nie erfahren. Oh! Digga, ich frage mich, als hätte ich noch nie eine Jacke gesehen mit abnehmbaren Ärmeln. Aber nicht für 5 Euro. Habe ich nicht gesehen. Nicht zu dem Outfit. Ist mir schon klar. Ich ziehe es einfach an, damit ich es mal angezogen gesehen habe. Ich zeige euch gleich noch meine Highlight-Jacke. Aber ich will nicht nur Jacken zeigen. Aber ich habe eine Jacke gefunden, die hat wirklich alles auseinandergenommen. Das ist so ein Basic-Oberteil. Sieht aus wie Bershka oder keine Ahnung für einen Dreck. Aber angezogen ist es echt so ein süßes Basic-Teil. Ich glaube, ich habe 11 Euro für das Top gezahlt. Voll dumm eigentlich. Eigentlich müsste das 1 Euro gekostet haben, so wie das aussieht. Aber ich habe das anprobiert und ich habe meine Boobies darin gesehen und ich war so, oh, sehen gut aus. Und das hat mich dann überzeugt. Seht ihr, es ist so ein süßes Basic-Top. Ich mag auch, dass die Ärmel nicht ganz runtergehen. Es gibt mir irgendwie diesen Y2K-Vibe. Ich weiß, es ist ein fucking Basic-Top. Es kann nicht so viel. Aber muss jeder viel können. Was kannst du denn? Klavier spielen, reiten. Jetzt wird es persönlich auf einmal. Erwarte nicht so viel von diesem Top hier. Dann habe ich diese Krawatte hier gefunden. Ich will anfangen, Krawatten zu tragen. Ich muss noch rausfinden, wie ich die so style. Aber ich finde Krawatten irgendwie heiß. Also vor allem bei Frauen finde ich Krawatten heiß. Aber bei Männern auch. Krawatten sind hot. Und ich will deswegen auch anfangen, hot zu sein. Die hat 4,50 gekostet. Ist in Ordnung, oder? 4,50. Die sieht relativ neu aus. Sind keine komischen Blutsflecken drauf oder andere, was manchmal bei Vintage der Fall ist. In so einem Wühlhaufen habe ich dann mehrere Taschen gefunden, die alle nur 3 Euro gekostet haben. Könnt ihr euch das vorstellen? 3 Euro. Wir haben einmal die hier. Einfach eine süße Basic-Rote. Ein kleines süßes Dingchen. Guck mal, wie süß. Ha! Ohne den Gürtel jetzt, okay? Aber an sich, hallo. Eine kleine süße Tasche. Dann haben wir die hier. 2 Münzen dafür. 2 Münzen? Ich bin so im Mittelalter, Digga. Ja, der Verschluss ist kaputt. Die macht schon ihren Job dafür, dass sie so aussieht und 3 Euro gekostet hat. Ich kann die sogar so unter die Schulter nehmen, aber ich kann die auch einfach so tragen. Wie so eine Business Lady. Das ist selbsterklärend, oder? Muss ich jetzt eigentlich los? Ich habe Pflichtkunde bei der Uni, wenn ich einfach sein muss. Und wenn ich 10 Minuten zu spät komme, dann zählt es einfach nicht, dass ich da war. Hallo, ich bin zurück. Von der Uni. Woo! Was gibt's zu lachen? Hört ihr den Scheiß? Okay, also ich habe dieses Korsett hier gefunden. Es ist nicht mal ein Korsett, es ist eher so ein Lingerie-Teil. Aber es sieht so Bombe aus, wirklich. Auf einmal habe ich Boobs da drin, auf einmal habe ich eine Doppel-D. Es hat auch gar keine Füllung, aber es sitzt einfach so richtig gut. Ich habe es einfach so YOLO-mäßig gekauft, weil ich keine Zeit hatte und ich habe es mir so angeguckt. Es hat, glaube ich, 16 Euro gekostet. Was ich okay finde, weil es sieht sehr neu aus. Außerdem habe ich wirklich für 16 Euro einfach einen Boob-Job eingekauft. Und das gibt es uns ja nirgendwo. Nur in Amsterdam. Dann habe ich bei einem Stand so 5 Schals gekauft oder noch mehr, glaube ich sogar. Gab es einfach so ganz viele Schals. Da habe ich so ein Sparangebot hier gemacht, wo ich so ganz viele geholt habe. Solche dünnen, Chapeau-mäßigen Schals sind Bombe. Vor ein paar Wochen bei der Fashion Week hatte ich so ein richtig basic grünes Kleid an. Das war wirklich nichts Besonderes, aber ich habe es kombiniert mit diesem Schal und so Boots. Und ich habe so viele Komplimente für dieses Outfit bekommen. Es war so ein basic Last-Minute-Outfit, was ich damit zusammengewürfelt habe. Aber der Schal hat es gemacht, ich sag's euch. Einmal so ein roter, dann haben wir so einen weißen, so einen grauen, so ein bisschen Silber. Kriegt man schon irgendwo kombiniert. Finde ich süß. Doch, gefallen mir die Schals. Dann noch die Krawatte dazu. Sehe aus wie eine verrückte Kunstlehrerin. Machen wir mal weiter mit ein paar Tops hier. Ich wurde ganz doll auf TikTok schon ausgebuht, weil ich nicht wusste, wie das Gemälde hier heißt. Challenge. Welches Gemälde hier ist das? Naja, ich weiß. Jetzt googelt ihr es. Ich wusste es nicht. Mein Gott. Es ist nicht wirklich Secondhand, glaube ich. Ich glaube, es ist so eine Eigenmarke. Ich glaube, die drucken einfach so Kunst auf Tops. Und ich fand es irgendwie, waren die Sachen dort so hässlich, dass sie wieder geil waren. Die Farben wie der Ozean. Wie ein melancholischer Ozean sieht es aus. Das kann man auch sehr gut, glaube ich, mit einem schwarzen langen Rock kombinieren. Aber eigentlich kann ich das mit vielen kombinieren. Das ist wirklich ein multifunktionales Ding. Dann deutscher National Treasure. Das ist so eigentlich in Kindergröße, aber es passt mir halt als Crop Top. Pippi Langstrumpf. Ich find's cool. Man sieht so von weitem nicht genau, was es ist, aber sieht fresh aus. Boah, sieht schon ein bisschen hässlich aus angezogen. Also so realistisch gesehen. Aber, ich glaube, da kann man noch was. Nee, komm, da kann man was drehen. Ich nehm's zurück, sieht super aus. Natürlich nicht mit der, also mit der Hose sehe ich es jetzt nicht so. Mit einem schwarzen langen Rock und einer Lederjacke drüber. Swag. Und das letzte, ich glaube, das werden die meisten am hässlichsten finden, habe ich noch das hier. Aber das kann man echt rocken. Das kann man wirklich, wirklich rocken. Wirklich.
Das kann man rocken, wenn man will. Und ich will unbedingt. Das mit so Boots und einer Lederjacke oben drüber. Oh. Hier haben wir das Kleid. Und ich glaube, ihr denkt euch jetzt, wow, das sieht ja viel besser aus als gedacht. Ja, ich weiß, ich hab's euch gesagt. Na klar, es müsste so ein bisschen gepinnt sein, glaube ich. Ich finde es mega. Mega. Basic Handschuhe für 4 Euro sind sexy. Handschuhe sind einfach sexy. So im Winter, es macht den Look einfach dann viel cooler, wenn du Handschuhe anhast, egal was du anhast. Nicht egal was du anhast, wenn du einen Pullover anhast und eine Jogginghose und dazu diese Handschuhe, dann siehst du einfach aus wie ein Vollidiot. Guck durch den Bums hier an. Das ist tatsächlich nicht Secondhand, aber es ist so ein Laden beim Waterloo-Line. Das ist irgendeine Olga, die macht so ihren ganzen Scheiß selbst, also einfach per Hand. Das ist so eine 45-Jährige, aber die macht so geile Sachen und da habe ich diese Sleeves hier gefunden. Das sind wie so kleine Diamanten-Sleeves. Die waren tatsächlich ein bisschen teurer, aber die macht es halt selber. Deswegen wollte ich den kleinen Local-Business supporten. Ich glaube 40 Euro haben die gekostet, 45 oder so. Ich komme jetzt hier richtig in meine Fashion-Era rein. Für 4 Gürtel habe ich 10 Euro bezahlt oder sowas. Einmal dieser Gürtel hier, so ein Gürtel, einfach schwarz, basic. Und dann den ich gerade anhab. Ah, jetzt kann ich euch direkt auch die Hose zeigen, die ich gerade anhab. Die ist auch Secondhand. Für die habe ich, glaube ich, auch 15 Euro bezahlt. Auch aus dem Secondhand-Laden, nicht vom Flohmarkt. Aber die sitzt wirklich auch super. Wir enden mit den coolsten Sachen. 2 Highlights von Shikes. Nummer 1. Diese absolut schmackhaften Treter. Ja, okay, auf der Kamera sehen die jetzt aus wie so Basic-Stiefel, aber die sehen wirklich, also die sind wirklich cool. Das ist auch immer das Beste, wenn man bei Sachen erklären muss, dass sie wirklich cool sind. Es reicht nicht, es einfach zu zeigen. Nein, wirklich. Die mit dem Kleid und der Tasche und so einer Lederjacke, Heurika. Die machen beim Laufen richtig schöne Klackergeräusche. Wenn du dich vor deinem Auftritt schon ankündigst mit diesem Klackergeräusch, dann weißt du, es wird ein super Auftritt. Letztes Teil, das ist wirklich ein Pfund gewesen. 35 Euro ungefähr, aber mit Wumms. Diese Jacke hier. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Das ist so eine richtig unique Jacke, die findest du einmal im Leben und dann nie wieder. Und alle sind so, woher ist die Jacke? Und du so, such in der Hölle danach. Keine Ahnung, ich zieh sie nicht nochmal an, weil ich habe coole Bilder darin gemacht. Guckt hier. So schön. Ich dachte am Anfang so, ist die hässlich? Aber dann habe ich festgestellt, nein, hässlich auf eine gute Art. Und das war es tatsächlich. Leute, wir sind jetzt durch mit dem Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich habe mich sehr gefreut, euch meine Sachen zu zeigen. Ich hoffe, ich fand ein paar Sachen wenigstens ein bisschen cool. Was ihr aus diesem Video mitnehmt? Stille. Alles klar. Vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Subscribe meinen YouTube-Channel, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und gebt mir auch immer gerne Videovorschläge, falls ihr auf irgendwas Bestimmtes Lust habt. Falls ihr wollt, dass ich über ein bestimmtes Thema rede. Vielleicht ist es ja sogar etwas, worüber ich selbst schon viel nachgedacht habe und auch überlegt habe, ein Video zu drehen. Das nächste Video wird dann mit Kamera gedreht, okay? Versprochen. Adios. Tschüss.